Hallo, ich grüße euch. Ich möchte euch begrüßen zu einer neuen Videoreihe, die ich mir vorgenommen habe. Die habe ich genannt 1000 Grundfragen querbeet. Und ich möchte in dieser Videoreihe mal so kleinere Themen anschneiden, die nicht in das große Hauptthema Wahlbetrug oder Friedenssicherung reinpassen. Ja, das sind ja die zwei Stränge, die wir da hauptsächlich bedienen. Es sind aber auch wichtige Fragen. Es sind Fragen von Leuten, die sich mit unseren Themen auseinandergesetzt haben und die noch auf anderen Wiesen grasen. Ich sag's mal so. Ja, wir arbeiten ja mit allen zusammen, die eine friedliebende und ehrliche Arbeit machen. Und da fallen sofort ein paar raus, mit denen wir grundsätzlich nicht zusammenarbeiten. Also alles, was irgendwie nach Rotary, Lions Club, Jesuiten, Rosenkreuz und so weiter riecht, mit denen machen wir nichts. Wir führen auch keine Gespräche, aber mit allen anderen, wo wir sagen, die sind auf einem ehrlichen Weg und die suchen und die machen und die tun, mit denen kann man ja reden. Das ist ja kein Problem. Ne? Und von diesen Seiten kommen eben viel Anfragen, dass die Leute auch dann mal 2 Stunden nur telefonieren und da bleibt natürlich 2 Stunden bei uns alles liegen. Und da hätte ich eben gerne so ein Fundus an kurzen Videos, wo ich sagen kann, das habe ich doch schon einmal erklärt. Guckst du mal hier bei YouTube in Jonacast rein und dort findest du das Thema auch und da ist es eigentlich so weit erklärt, dass ich dir nur noch das und das erzählen müsste. Ja, genau. Und ich habe also vor, sogenannte ja, urbane Legenden, sage ich mal, zu zezieren. Muss ich das ungefähr so vorstellen, wie bei dem einen Film mit Chevy Chase, geht es um eine Weihnachtsgeschichte, so ein bisschen lustig gemacht. Und wo die dann also diesen Truthahn da auf den Tisch stellen und wie der dann so anschneidet und wie das Ding dann so richtig aufplatzt, ne, wo nur noch Haut und Knochen sind und dann kommt übelriecher Dampf raus. Das ist eigentlich die ideale Situation, wenn man eben so eine Internetente geschlachtet hat. Ja. Sei es drum, dass die Plausibilität nicht erfüllt ist, dass Zusammenhänge falsch dargestellt werden, wo man also schnell eine Quelle findet. Sei es drum, dass gewisse Dinge auch nicht verstanden werden oder irgendwie, na, wie sagt man, getretener Quark wird nicht stark, sondern breit. Ne? Also wo es jegliche Substanz fehlt. Ne? Das ist also viel im esoterischen Bereich, so Astrologie und ähnliche Dinge, wo man sagen kann, ja, du kannst eigentlich nicht entscheiden, ist es denn nur wahr oder falsch, es ist einfach nur ja, ein Brei. So, ne? Und solche Dinge. Und wenn man dann aus Kaffeesatzleserei oder Glaskugeldeutung versucht, Schlüsse zu ziehen, dann müssen wir eben auch immer nachwaschen und immer sagen, was steckt denn an der Sache, was steckt denn da eigentlich dahinter? Wer betreibt es? Ne? Vielmal ist ja auch ausreichend, wenn man sich überlegt, wem nützt das? Ne? Oder wie hängt es denn wirklich zusammen? Oder wer kennt denn noch zusätzlich Informationen zu dieser Sache? Oder wo kann man nachlesen? Ja, teilweise sind es auch ganz einfache Wissenslücken oder Verstöße gegen Naturgesetze, wo man sagen kann, das kann so nicht funktionieren. Beispiel zum Beispiel längere Zeit destilliertes Wasser trinken und so weiter. Und sich dann wundern, dass die Zähne oder die Knochen nicht mehr mitmachen. Solche Dinge werden wir also thematisieren und werden also ja, den Mainstream-Medien ordentlich einheizen, weil sie ja immer wieder versuchen, irgendwelche Stories aufzubauen, die das sprichwörtliche Schwein durchs Dorf zu treiben, dass die ganzen Menschen von ihrer täglichen Arbeit erst nur wegrennen und so, was ist denn das hier? Und ja, da eine Pandemie und da ein großes Chaos und da wird der Politiker ist böse, der ist aber ein guter und ja, da können sich die Leute nur so hochheizen und vergessen eigentlich die wichtigen Dinge im Leben. Ne? Darüber nachzudenken, von wem werde ich denn unterdrückt? Wer belügt mich denn von Tag ein, Tag aus? Wie kann ich meine rechtliche Situation verbessern? Wie komme ich zu mehr Frieden? Zu mehr Wohlstand auch, ja, für die Familie ist auch wichtig, ne? So, und wie kann ich das allgemeine Klima, was in mir herrscht, verbessern, ne? Und wer sind die eigentlichen schlimmen Finger, die uns ständig in unsere zwischenmenschlichen Beziehungen reinfunken und das Zusammenleben der Menschen hier in dem Land eben ständig stören? Sind immer die gleichen, ne? So, und diese Themen, da lohnt sich nicht so einen riesen Aufwand zu machen, die hätte ich gerne in einem kleinen, kompakten Format, ne? Also,
5, 10 Minuten, maximal 15 Minuten kurze Sachen und dort alles reingepackt, was zu dem Thema gehört. Ja, wie macht man es? Naja, man macht das wie bei einem Drehspieß. Ne? Man schneidet also bei der Story immer so scheibchenweise das Fett runter. Also das, wo man sagen kann, das gehört eigentlich gar nicht zur Sache. Das ist Verpackung, das ist Nebelkerze, um sich an das Thema ranzuarbeiten. Ne? Und dann ist das schon ein etwas kleinerer Batzen, ein übersichtlicher. Es geht immer noch um dieselbe Sache, aber das ganze Blendwerk außenrum ist weg. Ja, und dann fängt man an, im Internet zu googeln. Ne? Da sieht man also zum Beispiel, dass der Verfasser, was soll ich sag mal, Max Müller. Ne? Ja, da gucke ich Max Müller und da gebe ich hinten an die Suchbegriffe noch hinten ran: Rotary, Lions Club, Rosenkreuzer, ja, die ganzen allen üblen Organisationen. Und dann lasse ich Google einfach mal laufen. Weil mir nützt es ja nicht, wenn ich 30.000 Resultate kriege, wobei 22.000 überhaupt nicht zum Thema gehören, sondern ich will ja die Informationen rausziehen, die genau zum Max Müller und sein, ich sag's mal, Tätigkeitsfeld passen. Ne? Und wenn dann die Sachen, die ich wissen will, oben dran stehen, dann habe ich die Suchanfrage ordentlich formuliert. Also ich mache immer einen Bereich dessen, wo die Information herkommt, und das verknüpfe ich in der Suchanfrage mit den Filtern, über das ich was wissen will. Ne? Man nennt das auch Schnittmengensuche, und dann kommt genau die Vereinigungsmenge raus. Die Schnittmenge raus, wo beide Kriterien zutreffen. Und da steckt die Information drin, die ich brauche. Und da kriege ich eben dann nicht 30.000 Resultate, sondern wenn ich ganz großes Glück habe, bloß 100. Ja? Aber in den 100 sind 80 wirklich gute, verwertbare Quellen, über die ich mich dann spinnennetzartig weiter bewegen kann. Aber ich bin schon fast an der richtigen Stelle dran. Und wenn man das richtig kann und das auch schon mal ein bisschen geübt hat, kann man in 10 Minuten irgendwelche Internetenten relativ schnell schlachten. Ja? Und solche Sachen wie OBBD oder UCC haben dann eigentlich kaum eine Chance, die ersten 10 Minuten zu überleben. So, und diese Technik, die praktizieren wir seit über 20 Jahren. Man kann es nicht anders sagen. Ne? Früher haben wir das manuell hinterfragt, haben uns Bücher ausgeliehen, was weiß ich. Heute haben wir eben Google, heute haben wir umfangreiche Büchersammlungen, PDFs und E-Books und so weiter. Und da kann man relativ schnell verifizieren. Ne? Ja, und dann, wenn im Prinzip die Hauptaussage schon umgefallen ist, ist also das Blendwerk zu untersuchen dann nicht mehr wichtig, sage ich mal. Ne? Und das wollen wir betreiben und wir wollen auch, dass unsere Zuschauer, die also die Videos sehen, da auch Übung drin kriegen und uns auch zurückfragen und sagen, also ich habe hier an der Stelle versucht, eine Falsifizierung zu setzen und die ist mir nicht gelungen. Warum und wieso nicht? Ja, also da ist man dann noch nicht, da hat man das Blendwerk noch nicht runtergeschnitten, da ist man also noch an der Außenschale und noch nicht zum Kern der Sache vorgedrungen. Beispielsweise Euro oder Finanzsystem oder so. Da gibt es also unheimlich viel Blendwerk rundherum. Die eigentliche Sache ist einfach nur Enteignung und Raub. Was anderes steckt da nicht dahinter. Ne? Der Euro ist keine Wertaufbewahrungsmöglichkeit. So, und wenn man zu dieser Wahrheit einmal vorgedrungen ist, dann können die uns von der glorreichen Entwicklung des Euros viel erzählen. Da kann man einfach nur lachen. Ne? Und so funktioniert das. Und da werden wir euch einige Beispiele präsentieren, wie man damit umgeht. So, dann steigen wir auch schon ein.